Yay, Spaß! Woo! Oh shit. Oh! Oh! Ja, gut, das war ein kurzer Spaß, jetzt können wir es nicht mehr. Ich hab das ATV geflippt. Warte, ich dacke. Oh! Wow, du hast einen Kickflip gemacht! Alter! Du hast einen Kickflip mit einem ATV gemacht! Irgendwie kommt das. Kann das anschieben? Weiß ich nicht. Das war irgendwie. Ah. Man kann es irgendwie nicht anschieben. Vielleicht. Oh Gott. Das ist lustig, wenn man draufhaut. Dann kommt immer dieser No Surface Time. sollen wir uns einen anderen Spiegel suchen? Ich glaube, ich habe das mal ATV leider kaputt gemacht. Ja. Ich möchte einen Buggy haben. Der ist, glaube ich, schneller und sowieso flippt nicht so leicht. So wie hier. Ich finde das relativ wichtig für mich. Und für Tobi. Aber Tobi ist ja nicht da, weil er keine Lust hat, mit uns mitzuspielen. Ja. Nee. War es nicht da? Habt ihr irgendwas Lustiges gemacht? So für ATVs geflippt oder so? Wo liegen Sachen? Nee. Max hat gerade einen Kickflip mit einem ATV gemacht. Wo liegen Sachen, Maxi? Da lagen Nägel hier. Man kann übrigens so modulares Base-Building-System von Epoch. So ungefähr kann man das beschreiben. Gibt es ja auch. Epoch, ja. Okay. Also so wie bei Rust, ja, würde ich sagen. War das gerade Base-Building? Ja, Base-Building. Willst du eh nicht spielen, das Spiel, ne? Oh, ich habe auch gehört, du musst dann lange farmen, Tobi. Ganze Nächte muss man farmen. Ja. Sowieso. PvP-Fest, wirst sofort gekillt. Übrigens, jetzt wo wir schon dabei sind, ne, kann ich auch mal ein bisschen was zu den Spielen erklären. Denn wir spielen nämlich gerade Miscreated und mit wir meine ich Max und ich, weil Tobi leider keinen Key bekommen hat zum derzeitigen Zeitpunkt. Aber Tobi kriegt auch bald einen Key und dann spielen wir es zu dritt oder Tobi nimmt einfach den Key von Max. So. Ich geh Max einfach raus, fertig. Hier sind Anti-Radiation-Pills gewesen. Das sieht übrigens extrem gut aus hier, oder? Ich meine, guck mal, wow. Pick up ja. Peaches, nice. Pepsi und Pfirsiche waren hier. Ich meine, das ist eine Prä-Alpha. Heißt die wirklich? Hm? Ja, nee, erzähl jetzt mal. Nee, Entschuldigung, das ist eine Prä-Alpha. Die ist wirklich super, super Prä. Oh. Also Prä heißt vor, das ist lateinisch. Nein, guck dir das an. Bedeutet das sozusagen, dass im Vor-Alpha-Status ist quasi das Spiel. Oh, hier ist Blut, Alter. Meinst du, hier hatte irgendjemand... Guck mal, ich hab eine Axt. Ja, das ist schön. Ich glaube, die tut weh. Willst du die haben? Ja. Weil die Frage wurde dann, hast du gerade Radiation Pills gesagt? Ja. Oder wirklich Radiation Pills? Also ja. Heißen die so? Ich würde rennen, Max. ja, okay, es gibt Anti-Radiation Pills, also sozusagen anti-radioaktiv wirkende Pillen, kann man glaube ich so übersetzen. Hm. Die vermutlich Radioaktivität quasi heilen, in Anführungsstrichen. Würde das zumindest erklären. Das ist ja das große Thema hier im Spiel, weil es ja so einen Atomkrieg gab. Was denn, die Pillen oder die naja, Radioaktivität? Ja, die Radioaktivität, weil es gibt halt keine Zombies in dem Spiel, sondern Mutanten. Oh, quasi. Echt? Wow. Ja, das ist kein Zombiespiel. Tobi, stell es mal so folgendermaßen vor. Erinnerst du dich an Seven Days to Die? Mit den Städten, wo man so reingehen konnte? Ja. Mit den Häusern so? Also ja, so ungefähr sind die Häuser hier auch angeordnet. Also so typisch amerikanisch halt. So eine typisch amerikanische... Straße mit den Holzhäusern links und rechts und so. Okay. Und da sind dann immer so große Garagen und so. Man kann alles betreten und die Häuser sehen für eine Prä-Alpha sehr gut bestückt aus. Also mit schönen Möbeln und so weiter. Das macht schon Stimmung quasi. Also ist nicht leer? Nein, ist nicht leer. Es ist nicht schön. So wie bei The Deadling oder The Sadling, oder, wie ich sagen würde. Oder Neta. Ja, oder anderen Spielen, genau. Oder Neta. Sadlinge. Ja. Oh. Ja, kann Max mal erklären, warum eigentlich Settlinger? Kann ich machen. Warte. Nur ganz kurz. Ja, Setmo, bestes Spiel, Deadlinger, mein Herr. Ja, das reicht schon. Übrigens, Max, wo bist du gerade? Ich bin auf der Straße, ich habe ein Zelt gefunden. Komm mal kurz zum Haus. Komm mal in die Nähe des... Ja, bleib da stehen, nicht reinkommen. Okay? Ja. Oh shit. Yay! Yeah! Sehr cool, dass du so langsam da um die Ecke kommst mit der Shotgun. Ja, ich habe gerade eine Shotgun gefunden. Das Problem ist, ich kann nicht mehr tragen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich mein Inventarsystem effektiv... Also. Oh du Gott. Du kannst auch einen Rucksack finden, dann hast du halt mehr Platz. Am besten so einen pinken, die sind echt schön. Warte mal, trinke ich eigentlich die Cola quasi, wenn ich da mit der linken Maustaste drauf drücke, oder? Ich glaube ja. Okay, warte. Gibt's da auch schon so einen Sound für? Nee, also? Nö, gibt's noch nicht. Nee, schade. Und rauswerfen vermutlich mit der Maus rausziehen, okay? Also wie gesagt, das Ganze ist wirklich Prä-Alpha. Das merkt man daran, dass überall Texturen fehlen. Hey, ich drück dir die Pumpgun auf die Brust, geh wieder zurück. ja, das merkt man wirklich ganz stark, dass es Prä-Alpha ist, wirklich. Also richtig, so, von den Texturen, die fehlen und. Aber das stört überhaupt nicht, meiner Meinung nach, weil wir sind ganz andere Sachen gewohnt.
Wirklich, ja. Ganz andere Sachen. Wir sind Early Access gehärtet, Daniel. Oh. Ja, ich hab grad geschossen, tut mir leid. Ich hab so eine Remington Pumpgun jetzt. Das sieht echt gut aus. Oder fühlt sich gut an, quasi. Liegt sportlich, ja, in der Hand. Musst dir gleich mal den Bogen, wenn du hier, ich hoffe, wir finden jetzt hier den Bogen. Und Maxi, echt Maxi, cool. Komm kurz her. Maxi? Nimm du mal. Wow, Max, ja? Du sollst nicht schießen? Du hast mich getroffen! Was, echt? Ich hab Blut vorm Gesicht! Ich hab dich geschossen. Klar! Jetzt hab ich sie doch erst ausgerüstet. Da liegt noch Munition. Aber ich wurde trotzdem. Vielleicht ein anderer in der Nähe von euch? Ich hab sie jetzt erst ausgerüstet. Na, Max, das sieht sehr gut aus. Muss erstmal ein paar Screenshots machen. Guck mal zu mir. Bisschen höher mit der Waffe. Noch ein bisschen höher. Noch. Ja, und jetzt ein bisschen weiter nach links. Von mir aus oder von dir? Von dir aus immer gesagt. Okay. Sehr gut. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Könnte ein Thumbnail werden fürs Video. Oh mein Gott. Also es ist wirklich schön so. Es hat ein schönes Loot-Feeling, Tobi. Also das Menü, es ist alles sehr, sehr, wie gesagt, Pre-Alpha und alles sehr, sehr umständlich noch, aber es fühlt sich gut an irgendwie. Give Key. Ja, die Community-Manager-Leute haben uns ja gesagt, wir kriegen demnächst, also Tobi kriegt den nächsten Key. Dann darfst du das auch sehen, ja. Tobi. Offiziell die nächsten paar Tage, hat er gesagt. Okay. Kann ich mich irgendwie hinbücken? Also bücken irgendwie? X ist bücken und Y ist hinlegen, so. Ah, danke. Armer, ne? Ah, okay. Ja, ich wollte nur sicher gehen, weil gerade eben die ATV-Fahrt, die hat mich schon ein bisschen fertig gemacht. Glücklich, dass wir direkt in den Wander spawnen. Ja, muss man sich normalerweise lange suchen oder so, oder warum? Bis jetzt ist die Map sehr, sehr klein. Es ist nur die Stadt und Umland mit einem Höhlensystem. Höhle? Ja. Höhle? Oh mein Gott! Höhle? Ja. Wie Höhle jetzt? Höhle? Ja, es gibt eine Höhle. Es gibt eine ziemlich große Höhle, da kann man sich ziemlich drin verlaufen. Max, komm her. Oh, da ist er! Oh mein Gott! Rucksack. Da ist er! Perfekt. Okay, lass mal weiter. Also, die Stadt hier gibt's zu erforschen. Ja. Und sonst halt nur Umland, bisschen Sumpf, tatsächlich auch so ein kleines bisschen Wald. Sumpf? Da waren wir gerade schon in der Nähe. Mhm. Und der Wald, finde ich, haben sie richtig gut hingekriegt mit so einer kleinen Schlucht. Und da können wir, sind wir leider vorhin dran vorbeigegangen. Aber, naja. Oh, hier ist ein Bogen in dem Haus. Bogen. Tobi, du kannst Daryl wieder sein, wie in unserer Dev-House-Folge. Yay, habe ich auch so eine Weste denn? Können wir dir sicherlich besorgen. Oh, guck mal, da ist jemand. Da ist Nick. Wie kann ich reden? Guck mal, der... Wollt ihr mich gerade hauen? Weiß ich nicht. Hat er mich gerade gehauen? Wollen wir den hauen? Wollen wir den platt machen? Nahkampfwaffen? Der hat eine Pistole in der Hand. Ja, gleich ist er weg. Komm her. Willst du ihn jetzt umhauen, oder was? Na, er soll den ersten... Swing first, sag ich. Er soll zuerst. Ich glaube, er haut ab. Sehr gut. Hallo, Nick. Hey, Nick. Warum denn Nick? Der heißt Nick, das ist das Gruselige. Der Nick ist auch einer der Devs. Ach so. Ja, dann hau ihn um! Oh, hier ist Public Relations Manager. Echt, mal? Das ist also der Tobi den Kini schickt. Nein, Quatsch. Ja, genau. Den sagen wir, das ist jetzt unser bester Freund. Ja, schreib mal, give Key! Oh Gott, Max. Hier unter dem Bett liegt noch ein Baseballschläger, oder ist der schon ein? Ah. Ja, da bin ich auch runtergefallen. blöde Frage, Nick, jetzt fängt es schon so an. Max, wie schieße ich mit dem Ding? Ja, das ist eine gute Frage, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ich glaube, du brauchst erst Pfeile. Ich glaube, das ist noch nicht animiert, dass du halt kein Pfeil hast. Sonst du immer R zum Nachladen, falls du schon einen hast. Ah, XB heißt für mich Crossbow, ja, weil nicht. Ich hatte gerade was rausgeworfen, da, guck mal, das liegt neben dir übrigens. Oh ja, Baseball, Bad. Nee, Moment, das war nicht das, was ich... Ah, doch, da hier, Bundle 8 Aluminium Ammo, glaube ich. Ja, genau, und ich glaube, das ist für den für einen Crossbow, für eine Armbrust und nicht für den normalen Bogen. Ah. Ich meine, ist natürlich logisch, dass ich einen Pfeil brauche und gleichzeitig ein Pfeil direkt hier drin liegt. In meinem Bogen. Okay, ich habe eine Flashlight gefunden. Man findet echt viel Essen hier, das ist ja unglaublich. Ja. Dafür, dass es eine Woche draußen ist, ist doch schon mal nicht schlecht, auf jeden Fall. Sind wir mal ein bisschen game-kritischer oder ein bisschen kritikreicher hier. Also ich laufe jetzt eigentlich seit, glaube ich, 10 Minuten oder so nur durch irgendwelche Häuser und loote Sachen, was echt Spaß macht und was echt, wie soll ich sagen, rewarding ist. Ja? Also ich habe das Gefühl, ich finde hier echt tolle Sachen quasi.
Überall stehen so zerstörte Autos rum, Tobi, und hohes Gras wächst hier, so ganz shady Gras. Sieht auf jeden Fall besser aus als in anderen Spielen, die ich gespielt habe, die kurz nach Daisy rausgekommen sind. Und hey, das hier ist Nick. Hallo Nick. Wow! Ja, ich hab Angst vor dem. Ich glaube, der ist nicht. Ja, schnell. Ja. Oh, noch ein Flashlight. Sind Nails? Soll aber auch ein Crafting-System da geben, oder wie? Fire M. Ja. Und ein Crafting-System. Wie? Achso, warte mal, das stand ja hier unten, glaube ich, sogar. Crafting. Genau. Wie mache ich das? Das ist eine sehr gute Frage. Damit habe ich mich absolut noch gar nicht beschäftigt. Warte mal, ich komme mal runter. Oh, was, Verzeihung. Kein Problem. Mir einmal durchlassen. Ich glaube, man kann irgendwie. Oh. Ich glaube, ja, sorry. Aber warte mal, vielleicht kann ich. Kann ich vielleicht. Mit. Meinen Bogen nehmen und eine Taschenlampe und dann irgendwie die Sachen zusammen. Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Türen finde ich jetzt schon mega geil, dass sie so funktionieren. Der Sound dazu. Die aussehen, wie sie zugehen. Einfach klasse. Mhm. Das funktioniert, ist schon klasse. Richtig. Also, ich, wie gesagt, Tobi, du hast ja gesagt, hier Pre-Alpha und so, ist ein bisschen skeptisch und ganz ehrlich, wir sind natürlich immer ziemlich skeptisch, was solche Spiele angeht, die frisch rauskommen, aber das hier, das sieht echt ganz hübsch aus. Also, es sieht vielversprechend aus, meiner Meinung nach. Oh, hier ist ein Zelt. Okay. Ah, also ich bin gespannt, wenn Max mir seinen Account gibt. Oh, ich habe gerade übrigens den Bogen gedupt. Möchtest du den Bogen haben? Absolut. Ah, ne, ich habe die Shotgun. Ich glaube, die behalte ich lieber. Okay, warte mal. Wie baut man denn das Zelt auf? Ah, warte mal. Hier gibt es so Quick. Oh Gott! Guck mal! Siehst du das? Hä? Nee. Okay, wir müssen schnell raus. Weißt du was? Ich nehme mal das Zelt mit und wir bauen das im Wald auf. Ja. In der Höhle? Ja. Ich Höhle, baue eine Höhle auf. Oh, guck mal hier. Siehst du das? Ja. Wo waren sie? Moment, ich habe gleichzeitig noch ein Zelt vor mir übrigens, was du nicht siehst. Wo waren sie am 7. Februar letzten Jahres? Ich kriege übrigens das Zelt nicht mehr von meinen. Ich muss es jetzt platzieren. Da. Ja, ist das schön. Gehen wir halt hier Zelt. Da legen wir uns jetzt rein. Das ist übrigens ein klassisches Zelt wie in der Tobi, also wirklich, wo man Gear reinlegen kann. Okay. So. Komm nicht rein. Bin echt gespannt, wie es aussieht. Ich habe davon noch gar nichts gesehen. Wie gesagt, ich habe davon noch nicht mal was gehört. Keine Ahnung, wie Max irgendwie da wieder Informationen drüber bekommen hat. Ja, aber das ist auch mega unbekannt. Es gibt, glaube ich, erst 50 Leute insgesamt im Forum oder so und 20 Leute haben überhaupt Pre-Alpha-Access und sowas. Das ist sehr, sehr, sehr unbekannt. Ne? Hey, da fährt jemand rum mit dem RTV. Oh. Ah. Ja. RTV hatten wir schon. Ja, das hatten wir schon. Sicher, dass es hier einen Buggy gibt irgendwo? Ja, es gibt Buggy, habe ich auch schon gesehen im Livestream. Oh, wow. Livestream? Es gibt Livestreams da? Ja, Developer-Livestream. Ah, okay. Auch so, 13 Zuschauer. Ich bin mega aufgeregt. 1300? Wow. So halbwegs. Ich finde das wirklich hübsch. So, übrigens, komm, lass jetzt mal hier aufhören, die Häuser zu looten, die alle gleich aussehen. Absolut. Möchtest du mir noch den Weg zeigen zu den anderen Orten hier? Würde ich glatt machen, wenn ich sie kennen würde. Okay. Ich kenne mich auf der Map ungefähr genauso gut aus wie du. Aber da unten ist schon mal der Sumpf. Dieses Brachland. Im Wasser. Das Wasser, muss man sagen, sieht bis jetzt echt noch ein bisschen grenzwertig aus. Echt? Das ist das Wasser? Sieht aus wie eine Schlucht. Ja, da hinten. Ja, richtig. Also, ich habe eine Taschenlampe dabei. Man sieht ja auch halt, die Map ist noch gar nicht fertig. Oh, warte mal, das sieht doch voll gut aus. Was hast du denn? Ich meine, das Wasser sieht doch gar nicht so schlimm aus. Und guck mal bitte, Tobi, du musst das so vorstellen. Wir sind gerade in einem Sumpf und da sind überall so Häuser, die halb im Wasser versunken sind, als wenn die sozusagen von der Flut mitgerissen worden sind. Ich weiß gar nicht, ob es da hinten noch großartig weitergeht. Ja, wir laufen gerade übrigens durch so einen Sumpf, Tobi. Also, was heißt Sumpf? Ich höre auf jeden Fall Frösche im Hintergrund zirpen. Also so Froschquaken. Dirpen? Ja, weiß schon. Dieses Froschquaken. Okay. Froschgrillen, ja. Die reiben so die Füße aneinander. Oh Mann. Froschgrillen. Also es ist es ist kein spektakulärer Sumpf, aber man. Ey! Oh Gott, sind das Autos? Ja, zwei Buggys im Wasser. Tobi. Sicher, dass du den Key doch noch nicht hast? Hier sind Autos mitten im Wasser. Ich enthalte mich jeglichen Kommentar. Boah, wie cool sehen die bitte aus. Immer den anderen. Das ist, glaube ich, relativ tricky, da einzusteigen. Gerade hatte ich einmal kurz die Option, jetzt nicht mehr. Hast du eine Option? Ja, hier drin.
Aber es geht nicht vorwärts. Arr! Nee, das Wasser hat die wohl. Doch, die wohl nicht. Lass mich rein. Aber das sieht cool aus. Das ist ein cooles Model. Wirklich ein sehr cooles Model. Ja, da ist sogar noch einer. Vielleicht geht der. Wer zum Teufel fährt die ganzen Buggies hier ins Wasser, Tobi? Ah, gute Frage. Sind worden. Ernsthaft. Ich erinnere mich an die ganzen Helikopter, die du zerstört hast in letzter Zeit. Ein einzigen. Der Rest war Cessna. Stimmt, der Rest war Cessnas. Ja. Soll ich dich anschieben oder so? Ich bin gar nicht auf dem Fahrersitz irgendwie. Warte mal. Von der anderen Seite vielleicht rein? Ah, oh! Ich bin drin, ich bin drin, gib Gas! Wow, wow! Der Gesicht! Oh Gott, Max! Max, ohne Scheiß, Alter, was machst du mit mir? Max, hör auf, so creepy zu gucken. Oh Gott! Max, deine Augen! Deine Augen! Tobi, das ist mega Spaß! Wach, Max, warum? Sind seine Augen komisch? Seine Augen sind mega crazy gerade. Warum? Weil wir sitzen halt so seitwärts im Auto und Max grinst mich dabei an. Das ist total gruselig. Ich glaube, hier ist die Hütte. Oder? Das gefällt nicht aus hier. Wie bitte? Ich verstehe ich nichts. Mega aufpassig. Muss doch hier irgendwo die Hütte sein. Das ist so felsig ist hier. Können wir mal ganz kurz anhalten? Ich würde auch mal gerne mit dem Buggy fahren. Ja, fahr hier rein. Oh mein Gott, da ist eine Höhle, Tobi. Oh Gott. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Eine richtige Höhle? Oder so wie in der Sie, Daniel, die Höhle? Also, ne, also hier ist zumindest ein Loch im Stein. Wie kann man Lichter machen? Keine Ahnung. L. Mal L? Ja. Oh Gott, wir fahren gerade mit dem Buggy in die Höhle rein, Tobi. Was ist das? Oh, hier hat irgendjemand einen Feuerplatz gebaut. Das wird gleich jemanden überraschen hier. Wie können wir hupen? Weiß ich nicht mehr. H? Hupe? H wie Horn, vielleicht. Ah, nee. Hupe! H wie Hube! Also, ich sag mal so, ne? In dieses Höhlensystem hier will ich nicht reinfahren, wenn ich, wenn ich kein Auto. Also, wenn ich kein Auto habe, oder wenn man kein Auto hätte, ne? Würde ich hier nicht reinfahren, ganz ehrlich. Geht's da oben weiter? Man kann aber dann nur weiterlaufen. Keine Ahnung. Mal ausprobieren. F. F wie fahren. F wie aussteigen, was zu sagen? Ich hab ein bisschen Angst weiterzugehen, Max, muss ich zugeben. Soll ich den ersten Schritt wagen? Ja, klar. Ich schubse dich hier. Runter. Moment, ich muss erstmal. Nein, ich will. Ich kann dich ja wirklich schubsen. Ja. Max, kommst du mit Bären raus? Okay. Alles klar, es ist sicher. Komm runter. Auf Wiedersehen, Max. Nein, du. Nein! Kommt da so eine Bärenmutter raus? Oh ja. Oh, jetzt Wasser. Oh ja. Auf jeden Fall haben die Developer gesagt, dass sie sich auch regelmäßig hier in den Höhlen verlaufen. Also scheint wohl größer zu sein. Oh wow. Echt? Backhöhlen? Ehrlich. Ich glaube, das kann echt cool sein. Wenn man hier so eine Base baut in der Höhle. Naja, also, wow, ich würde sowieso mal gerne herausfinden, wie man was baut hier. Och, guck mal hier. Max, oh. Vielleicht finden wir gleich so ein Ritualschrein hier. Oh ja. Hast du auch schon eine Spur aus Brotkrümmeln und so weiter hinterlassen? Nein. Oh, boah! Oh mein Gott, Max! Wir haben geheimen Tempel gefunden! Oh mein Gott! Tobi! Ich seh doch nicht, verdammt! Das ist geil! Boah, ist das geil, Tobi! Ich fass es nicht. Leck mich am Arsch, Alter, geh hier raus und schön. Ey, Tobi, du musst das so vorstellen, ne? Wir sind durch die Höhle gelaufen, sind mit unserem Buggy halt so weit wie möglich gefahren und kamen an eine Stelle, wo wir hochklettern mussten quasi. Also, wo man nicht mit einem Auto durchfahren konnte. Und sind dann da so ein bisschen weiter gelaufen und jetzt haben wir eine Höhle gefunden, im Skyrim-Stil, wirklich, wo überall so Moos oder Grünzeug wächst an der Decke der Höhle und unten so glühende Pilze sind. Und hier glüht alles so grün. Orange, orange. Und es tropft so. Diese Tropfengeräusche sind so cool. Ja, muss ich wieder den Sound lauter machen, gerade wegen dem blöden Buggy. Habe ich alles so leise gemacht. Das ist bestimmt wegen der. Das glüht bestimmt so grün wegen dem Fallout. Wegen des Fallouts. Aber vermutlich ja. Das glüht bestimmt so wegen dem Fallout. Wegen dem sein Fallout. Der Wichser. Entschuldigung. Dich. Hast du nicht. Du hast gesagt, ich. Hast du gerade einen Stein gehört? Was war das? Hast du es gehört? Ja, das kam von links hier.
Oh, hier geht's weiter. Ah, ne. Oh, ich hab... Ich hab's beobachtet mit seiner. Warst du das gerade, oder? Du Arsch! Das warst du, Tobi! Das war nicht in-game! Tobi, wir haben verlassenes Lager gefunden. Oh, ja. Jetzt ernsthaft jetzt. Wow, hier sind Kisten und so. Edward, ich glaube, wir nehmen das, dieses Holz jetzt mal mit, weil irgendwie, wo... Tobi, hör auf damit! Für Moment dachte ich... Warum denn? Ich war von Anfang an skeptisch. Oh, man könnte... Ich hab jetzt Wood. Ein ganz schön Holz vor der Hütte hier. Kann ich das craften? Crafting. Mach mich wahnsinnig hier. Ah, das ist, glaube ich, so ein unfertiges Bauding, weißt du, wo man dann noch so Holz reinstecken muss, immer nach und nach, dass es fertig wird. Ich glaube, Edward hast du hier beim Campfeuer bekommen. Guck mal. Oder so. Ja. Ja, das Campfeuer. Das Campfeuer war das. Aber ich finde das interessant, dass durchgehend durch die Höhle quasi so Campfires geaddet sind, wo man dann halt quasi hingehen kann und Feuer machen kann. Ja. Falls man ich glaube, die sind Spieler gemacht. Man kann auch nicht mehr Wege machen. Ich finde das hier gerade anders, aber ich bin mehr.